So, das hier ist der Expander-Krank-Expander. Das Modell, was auf 1,80 m abgestimmt ist. Zum Vergleich, wie groß die Federn sind. Hier ein 10-Cent-Stück. Legen wir hier unten hin. Das 10-Cent-Stück ist genauso groß wie die Federn. Nun aber zur Funktionsweise. Die Karabiner halten die Federn. Feder 1, Feder 2 und so weiter. Ich habe Karabiner, da diese leichter zum Wechseln sind. Wie ihr seht, es geht super schnell, alle Federn einmal auszuklinken. Jetzt habe ich hier nur noch das Griffstück. So rum erscheint das Griffstück in der technischen Zeichnung. Hier oben sind die Löcher, die Seite und hier unten das Griffstück. Wie ihr seht, dickes Ding, 40 mm Durchmesser und es rotiert in sich. Hier oben mit einer Unterlegscheibe, einer Mutter und einer Endkappe verschraubt auf beiden Seiten. Das ist eine durchgängige Schraube, eine Gewindeschraube einfach, ein Gewindestab. Und der hält das Ganze an seinem Platz. So, dann mal hier oben zu den Karabinern. Also ein bisschen Friemelarbeit, die das erste Mal dran zu machen. Hier ohne Karabiner. Wie ihr seht, mein Griffstück hat hier vom Halten, beim Zug liegt es ja immer hier oben auf dem Unterarm auf, etwas Rost angesetzt, weil das einfach ja kein Edelstahl ist und ich den auch nicht irgendwie speziell behandelt habe, setzt sich hier oben halt ein bisschen ja flugrostmäßig was an. Mich stört's nicht, wen es stört, der kann hier oben oder das ganze Ding einfach mal ja bearbeiten mit Rostschutz oder wie man will. Wichtig ist, wenn ihr euch so einen Griff bauen wollt mit unseren Vorlagen, ist, dass ihr die Kanten brecht. Brechen heißt, die Kante ist nicht scharf. Also sie hat keinen 90-Grad-Winkel mehr. Wenn ich jetzt hier das Geodreieck nehme, dran halte, ihr seht, dass die Oberkante noch weiter geht, sie hier rund ist. Also ich kann wirklich mit dem Geodreieck an der Kante einmal rund laufen, ohne dass es hakt, wenn es ein rechter Winkel wäre, den ich zum Beispiel auf diesem Messerrücken habe. Ja? Dieser Messerrücken hat eindeutig einen rechten Winkel hier oben. Das heißt, ich kann nicht ganz so einfach da einmal rumlaufen. Das ist der Unterschied zu diesem Expander. So. Warum brechen? Wenn ihr sie nicht brecht, dann habt ihr scharfe Kanten, an denen ihr euch verletzen könnt. Und Sinn des Trainings ist nicht, dass wir uns verletzen, möglichst viele Narben davon tragen oder so, sondern wir wollen stärker werden. Ja. Das war's meinerseits zum Expander. Zu unserem Expander vor allem. Die Karabiner habe ich im Zweierpack gekauft. Ich meine 1,90 Euro.
ja, einfach mal ein paar anlegen. Bis jetzt zeigen die Karabiner keinerlei Verformungen an. Ich trainiere jetzt schon einige Zeit mit dem Stahlexpander und sie sehen immer noch genauso aus wie am Anfang. Das Einzige ist, dass diese blaue Farbe in der Mitte und hier oben natürlich abgeht durch den Zug und durch die Reibung. Aber das war es auch schon. Ja, ich wünsche euch dann noch ein schönes sonniges Wochenende und schön hart weiter trainieren. Viel Spaß mit eurem Expander. Die Vorlage habt ihr jetzt. Bis bald.